Okay! We are like first. So now I take the camera. On Azul? No. What? Yes, so you have to follow your You go where? Spaß und gute Laune bei der Äquatortaufe. Kein Wunder, denn Guillot Team Europe mit Co-Skipper Robert Stanjek liegt auf der zweiten Ocean Race Etappe von den Kapverden nach Kapstadt in Führung. Kurz vorm Äquator segeln alle fünf Boote unausweichlich in die Doldrums. Quälend langsam geht es voran. Doch der Berliner Profisegler und seine vier Teammitglieder schaffen es als Erste, wenn auch der Abstand zu Holcim PRB auf Platz 2 nur gut 67 Meilen beträgt. Deutlicher abgeschlagen ist zurzeit die Malizia Sea Explorer von Boris Herrmann auf Platz 5 mit schon 177 Meilen Rückstand. Herrmann selbst musste allerdings verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen. Die Rolle des Skippers hat Will Harris übernommen. Alle Einzelheiten zum Verlauf von Etappe 2 gibt es, wenn die fünf Boote in Kapstadt eingelaufen sind. Wir gehen jetzt aber noch einmal zurück zum Start, denn dort hatten wir euch versprochen, eine Tour über die Guillot Environnement Team Europe zu machen. Mit Co-Skipper Robert Stanjek, der auf dem Weg nach Kapstadt Co-Skipper Benjamin Dutroux ersetzt. Und bisher ein tolles Rennen segelt, immerhin mit dem ältesten Boot der Flotte aus der vorletzten Imoca-Generation. Es ist die ehemalige Hugo Boss, die dann von 11th Hour Racing gekauft wurde und dann an den Franzosen Dutroux ging. Alt, aber dennoch vorn dabei. Geht das auf Dauer gut gegen die modernere Konkurrenz? Naja, im Design hat sich schon viel getan. Also das Schiff wurde ja gebaut, da waren die Foils ganz neu. Das heißt, man hat damals sicherlich noch erstmal einen Verdrängerrumpf gezeichnet und hat dann Foils implementiert, währenddessen heute die Schiffe um die Foils herum designt werden. Was sind die Stärken oder was die Achillesferse dieses Schiffes? Wir sind sicherlich in manchen Designaspekten etwas älter, haben weniger Volumen im Rumpf, im Bug vorne, sind vielleicht auch einen Ticken schwerer, die Foils gehen in einem anderen Winkel aus dem Boot. Aber wir haben ein neues, modernes Paar Foils, der Mast ist One Design, die Appendixes sind modern. Wir haben tolle Segel drauf. Wir haben sicherlich ein Boot, was sich schon bewiesen hat, was viele Kinderkrankheiten raus hat. Das heißt, wir können vielleicht auch unter schweren Bedingungen einen Zacken mehr pushen, vielleicht ein bisschen später an die Handbremse gehen. Aber in diesen Crossover-Bedingungen, wo man auf die Foils kommt, sind die modernen Designs einfach ein bisschen früher da. Aber man muss geduldig bleiben. Also ich bin zufrieden mit dem, was wir hier haben. Man muss dieses Rennen über viele Hürden auch erstmal zu Ende bringen, nicht? Ankommen als erstes Ziel. Dennoch, Robert Stanjek und Team segeln mit einem Boot, das vorher den Konkurrenten von 11th Hour Racing gehörte, und die segeln jetzt mit einem neueren Open 60 gegen ihr altes Design. Da müssten die US-Amerikaner doch eigentlich jede Schwachstelle von der Guillot kennen und zu ihrem Vorteil nutzen, oder? Naja, die sind ihre Kampagne natürlich sehr gründlich angegangen. Die haben damals, als die Entscheidung fiel, okay, das nächste Boot fürs Ocean Race wird die Mokka-Klasse, haben die dieses Schiff gekauft von Alex Thompson. Alex Thompson hat es an ein vermeintliches Ocean Race-Team verkauft, in der Hoffnung, dass er im nächsten Rennen nicht auf sein Boot treffen wird. Ja. Dann ist das 11 Hours gefahren und 11 Hours hat es an Benjamin Dutroux verkauft, in der Hoffnung, nicht auf dieses Boot im Ocean Race zu treffen. Ja. Und wir haben eine super, also ich sag mal so, alles was Sicherheitsaspekte sind, muss man wirklich sagen, wird zwischen den Teams total fair und offen gespielt. Also wenn mal irgendwas war, ein Problem, was immer wieder aufgepoppt wird, dann werden die technischen Informationen weitergegeben. Im Performance-Bereich ist das Buch geschlossen. Also gab es gar keine Segeldaten zum Kauf dazu? Nee, das ist unser Job. Ja. Genau, also haben wir auch jemanden dafür, der Sebastian Simon, der sehr, sehr stark in der Performance-Analyse ist, der ist seit Monaten da dran. Dennoch, die Zeit ist für die Rennstelle immer knapp mit einem neuen Boot. Da wird jede Chance, wie zum Beispiel die Atlantiküberführung nach der Route du Rhum, zum Training genutzt.
Das war im Prinzip unser längstes Mannschaftstraining, 15 Tage Rückzug über den Atlantik. Das war natürlich eine Sache, wo man das Boot nicht ans Limit pusht, gerade nicht bei Wellen, sondern es war ein Ziel, hier heil anzukommen. Trotzdem lernt man natürlich, an Bord zu leben, an Bord zu bedienen, zusammenzuwachsen, Kommunikation schult sich. Ja, aber das Boot richtig ans Limit zu pushen, ging nur bei Flachwasser. Weil wir hatten jetzt hier eine Refit-Phase von 3,5 Wochen. Das ist wenig für so eine komplexe Maschine, das einmal auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Auf der anderen Seite ist die Guillot voll durchentwickelt und ausgetestet. Robert Staniek erklärt, wie der Open 60 gesegelt wird. In der Regel sind 2 Leute auf Wache, die das Boot fahren und verantworten. Und in der Regel sitzen wir dann so, wie wir gerade sitzen. Von hier aus würde dann die Großschot gefahren werden. Die Großschot ist eigentlich das Trimmelement, womit du am dynamischsten die Balance auf den Foils trimmst. Ja? Wenn ich dann als Assistent mal runtergehe und den Leders Vorsegel öffne, das ist dann eher weniger Trim. Das Haupttrimmelement ist schon die Großschot. Wir trimmen dann auch den Anstellwinkel der Foils und den Kielkant. Also das Boot quasi fliegt ja auf der Umströmung, auf dem Lift, was das Foil und der Kiel kreiert, hebt es sich im Prinzip aus dem Wasser. Und ja, das hier ist das Pit, das ist Annies Arbeitsbereich. Was die Boote unterscheidet von konventionellen Mannschaftsbooten, ist trotzdem, dass alle Fallen, alle Taglines, alle Kontrollleinen und so weiter hier im Cockpit zusammenkommen. Und insgesamt braucht das natürlich wesentlich längere Tauwerkslängen. Und wir haben hier, egal ob man irgendein Schloss auslöst oder irgendeine Konstriktorklemme vorne löst oder irgendeine Großschot einstellt oder einen Fall, insgesamt haben wir hier 3 Kilometer Tauwerk, die hier zusammenlaufen. Ja. Ja. Und über den Grinder hier können wir im Prinzip die 3 Winschen ansteuern, die beiden Primaries und die Pit Winch. Da haben wir hier so im Prinzip die Einstellung und können dann über den Grinder diese 3 Winschen ansteuern. Die beiden sind getophandelt. Da fahren wir das Backstag drüber oder das Staysail, wenn hier die Fock drauf liegt oder Vorsegel, kommt da das Staysail drauf. Ja, 5 Winschen sind nicht viel, da muss man für manche Peels oder große Manöver schon auch ein bisschen vorausdenken. Und manchmal, wenn wir dann irgendwie einen Segel transferieren müssen, dann ist das schon echt, echt tricky. Also 4-5 Winschen ist sehr wenig für so ein Schiff. Ja. Relativ neu ist das Design mit den Deckshäusern. Was vor den Elementen schützt, ist auf andere Weise gewöhnungsbedürftig. Im Prinzip, wie ihr seht, sind wir ja hier krass abgeschirmt. Man sieht wirklich nicht viel. Und gerade wenn nachts ist oder das Wasser über Deck fliegt, siehst du eigentlich gar nichts. Du kannst ein bisschen eine Idee kriegen, wie das Großsegel getrimmt ist oder das Vorsegel getrimmt ist. Aber letztendlich muss man sich immer einen Smog anziehen, Taschenlampe rausgucken und schauen, wie die Segel aussehen. Und das Boot wird nur gesegelt über Zahlen. Also gesteuert wird es vom Autopiloten. Es ist bei Reaching-Bedingungen oder Foiling-Bedingungen unmöglich, als Mensch das Schiff zu steuern. Es ist zu viel Ladung drauf. Naja, und da haben wir hier unsere sogenannte Driving-Page. Da kommen eben die maßgeblichen Informationen an, wie Speed vom Boot, Windeinfallswinkel, True Wind Direction, Wind Speed und so weiter. Auf dieser Unit sehen wir die ganzen Load-Cell-Informationen. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade auf der J2 auf dem Vorstag 2,4 Tonnen. Hier sind die Backstagen drauf, der Mastengel von der Rotation. Der Kielkant ist gerade 6 Grad nach Steuerbord. Das hier sind die Ladung auf den D-Zeros, also unser Mast ist ja eingespannt über Outrigger oder ja, über Deckspreaders. Und diese Wante, die Deckspreaders nach unten abspannt, die kann im Prinzip ja, so eine Maximalload von 20 Tonnen nehmen und dann geht der Alarm los. Das sind hier so die Ladung, die wir maximal raufziehen und jede Load Cell kann im Prinzip auf einen Alarm programmiert werden. Wenn du jetzt hier segelst, hast du ständig irgendwelche Alarme, die angehen, die dir einfach helfen. Oh, hier sind wir jetzt am Limit, bisschen Fuß vom Gas und so weiter. Und du brauchst auch diese
Einstellung des Guidelines im Prinzip, um den Mast adäquat abzusichern. 28 Meter Mast, eingespannt über eine Mittelwante und eine Oberwante. Auch die Vorstarkkonstellation, ob wir eine J3 dran haben, die J2 ist immer dran. Oder eben auch einen Top-Segel vorne. Wenn wir die nicht da haben, dann ziehen wir sogenannte Chicken Stays rein, die den Mast mit absichern, Backstagen. Und diese Listen zum Beispiel sehen sehr rudimentär aus. Aber wenn wir jetzt was Großes fahren, ein großes Manöver, dann gehen wir mit einer harten Disziplin trotzdem durch diese Listen durch. Ist ähnlich wie bei einem Piloten, der ein Manöver fährt. Das sind einfach Checklisten, dass man dann zum Beispiel guckt zum Beispiel, okay, ist die Arbalette, ist das Unterbackstag gelöst, ist das Chicken Stay dran, Tagline, Furlingline, Sheets, ist das alles klariert oder Mast Rotation, ist der Kiel gecentert, sind die Runner fertig, ist das Luftruder jetzt drin vor der Halse. Man kann halt, wenn man eine Sache davon vergisst in der Müdigkeit, kann das schon ein Worst-Case-Szenario herbeiführen. Ne? Naja, und das ist unser Computer, der spiegelt sich nach unten auch. Und da haben wir hier zum Beispiel gerade drin unseren Autopiloten. Und da kann man dann zum Beispiel diesen Autopiloten trimmen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich zum Beispiel mache das über mein Segelgefühl. Ich schalte den öfter mal ab und nehme die Pinne in die Hand und gucke mir das Wellenbild an, ziehe mich dafür an, setze mich raus und fahre das Boot mal einen Moment und gucke, ist das eine gute Balance? Wie geht er in die Welle? Kommt er zu früh raus? Und gucke, was der Autopilot da hinterpackt und ab dann vielleicht die Idee, nee, der kommt zu früh raus aus der Welle, der fällt zu viel ab und so weiter. Und fange dann hier an zu arbeiten. Und da kann man dann mit sogenannten Performance Modes, zum Beispiel Performance Mode Heal in dem Sinne, heißt dann zum Beispiel, dass du ihm einfach eine Boundary setzt, dass er, was weiß ich, wenn er 20 Grad Kränkung hat, dass er dann anfängt anzulufen. Oder die Aggressivität, wie er abfällt, oder einen Apparent Wind Angle einstellen. Dann gibt es auch einen sogenannten Smart Speed Mode. Da überlässt man dem Autopilot im Prinzip 2-3 Minuten freie Bahn und er interpretiert einen schnellen Mode rein, wie er den fahren würde. Und dann kann man da innerhalb des Smart Speeds dann auch noch Parameter wieder verstellen. Also das ist eine ganze Menge Leistung von Sensoren, die dann über schnelle Prozessoren im Prinzip dieses Ding steuern. Ne? Ja. Hier mit 24/7. Das ist eine Kamera, die permanent läuft. Wenn wir zum Beispiel einen schweren Unfall haben oder so, dann werden die letzten 15 Minuten davon abgespeichert, gehen zum Race Control. Dann kann man helfen, Analysen zu machen, wenn man jemanden verliert oder irgendwas anderes passiert. Ja, dann haben wir draußen noch Kameras, unterm Radar noch eine Kamera. Jemanden verlieren, der Worst Case auf einem Boot. Beim vorigen Volvo Ocean Race 2018 ist er eingetreten, als John Fischer vor Kap Horn über Bord ging und bis heute verschollen blieb. Ja, es passiert, also uns noch nicht. Das darf nicht passieren in manchen Seereviren, aber du musst natürlich dieses Notfallszenario durchspielen. Und wenn dieser Worst Case passiert, dann muss das Team wissen, wie es zu funktionieren hat. Dann gibt es eine ganz normale Routine, die abläuft. Es gibt einen MOB-Button dann hier im Display. Dann wird als erstes die Crew hochgerufen. Es wird einer definiert, der den nicht aus den Augen lässt. Dann wird der John Boy geworfen. Man kann Lichter ins Wasser werfen, um diese Route zu verfolgen. Du musst dir vorstellen, man geht ja nicht bei 10 Knoten über Bord, sondern wenn du 25 Knoten fährst, dann ist da im Nu eine Distanz dazwischen. Bei einer gewissen Wellengröße siehst du den nicht mehr. Und den abzuholen ist wie die Nadel im Heuhaufen. Wir haben natürlich ein PLB-Gerät für die große Sicherheitsassistenz, aber AIS, was wir dann gucken können, wo der schwimmt. Aber wenn man zum Beispiel ohnmächtig wird beim Überbordgehen, dann ist das schon mal eine richtig beschissene Nummer. Ja? Soll alles nicht passieren, aber man muss natürlich diesen Crisis-Plan dafür haben. Ne? Auch das ein wichtiger Bestandteil des Trainings. Neben Staniek und Dutreux zählen noch Annie Lasch, Philipp Kasuske, Sébastien Simon, Anne-Claire Lebert und Onboard-Reporter Charles Drapeau zur Crew. Da immer nur 5 pro Etappe mitsegeln dürfen, wird getauscht.
Einen festen Plan dafür gibt es aber nicht. Also ich habe schon geplant, so viel wie möglich zu segeln. Habe mich bei keiner Etappe ausgebucht, aber wir sind 7 Segler und es ist so ein bisschen eine große Unbekannte, wie mental anstrengend diese Nummer ist. Ich denke mal, physisch sind die 65s heftiger gewesen. Aber die Verantwortung, wenn du dieses Schiff führst, ist hier einfach allumfassender und heftiger. Also dieses Schiff zu führen, ist eine Auseinandersetzung, die ist so komplex und man muss so konzentriert sein, dass die mentale Ermüdung eine andere ist, als wenn man einen reduzierten Job hat, zu trimmen, zu grinden oder zu steuern. Dann hat man eine sehr schmale Verantwortung, die man übers Team aufteilt. Währenddessen du hier alles verantwortest, wenn du das Schiff führst. Auf jeden Alarm reagieren, auf, was weiß ich, Regenwolken reagieren, auf Segelfläche anpassen, auf, ja, wenn der Sea State zu brutal wird, machst du die Jungs jetzt wach, ziehen wir ein Reff rein, gehen wir ein paar Grad tiefer. Das sind ja alles Entscheidungen, die du dann treffen musst. Du kannst nicht immer alle wach machen dafür. Und das ist ein sehr neues Energiemanagement unter den Seglern, was man hier anstrebt. Also die einzelne Verantwortung bei jedem Segler ist sehr, sehr viel höher als auf konventionellen Crewbooten. Und ich glaube, dass man davon, ja, man muss einfach gucken, wann bist du ausgebrannt und addierst keine Performance mehr und machst den Platz frei für den nächsten. Wir sind 7 Segler, wir haben einen Blueprint für ein Rotationsprinzip, aber meine Philosophie, wir hatten mit den 4 Seglern vom Ocean Race Europe einfach eine ganz starke Atmosphäre an Bord. Das waren tolle Skills und Fähigkeiten, die wir da gebunden hatten und eine ganz egofreie Crew, die immer zusammen tolle Entscheidungen gefunden hat, ein ganz starker Diskurs, um Entscheidungen zu finden und das hat eine ganz steile Lernkurve eben ergeben und diese Lernkurve wird über dieses Rennen immer andauern. Die wird am Anfang steil sein, wird abflachen, aber die wird bis zum letzten Tag, musst du die Stimmung beeinflussen, dass sie erhalten bleibt und dass die Performance immer weiter anwächst. Und wenn du am Anfang anfängst, mit zu viel Crewmembers zu rotieren, habe ich Angst, dass die Lernkurve nicht steil genug ist. Also mein Traumszenario ist, dass wir in der Standardbesetzung anfangen und so viel wie möglich in der Standardbesetzung segeln. Und wenn wir mitkriegen, wir müssen rotieren, dann werden wir das machen. Ja. Das Wachsystem dagegen ist natürlich festgelegt. Also wir werden im küstennahen Bereich, wo der Wind viel wechselt und die Windablenkungen durch das Ufer, durch die Topografie einfach viel sind, den Navigator Offwatch nehmen und rotieren mit 3 Leuten. Das heißt, man schläft 90 Minuten, man geht raus, assistiert 90 Minuten und führt das Boot 90 Minuten. Das heißt, 3 Segler segeln das Boot und der Navigator ist Offwatch. Wenn ein Manöver ansteht, ein großes, müssen alle raus. Also das ist für die Summe des Schlafs schon sehr, sehr krass. Wenn wir jetzt richtig offshore sind und die Wettersysteme ein bisschen länger sind, dann gehen wir in ein Wachsystem, wo wir alle 4 integrieren. Das heißt, man arbeitet 3 Stunden und probiert 3 Stunden zu schlafen. Aber ja, die Realität ist, ja, man muss raus für Manöver, man muss Reparaturen machen, man muss essen, man muss Hygiene machen, man muss kommunizieren mit den Medien. Also ich denke mal, eine repräsentative Zahl, ja, 5,5 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Es gibt Tage, da kommst du gar nicht zum Schlaf. Ja, da packst du mal 10 Minuten ein, mal 20 Minuten ein. Aber es gibt auch ruhige Regionen mit stabilen Systemen, wo man dann wieder aufladen kann ein bisschen. Das wird auch bitter nötig sein. Was beim Crewsegeln schon nach extremer Belastung klingt, ist für Einhandskipper dann noch eine Stufe schwieriger. Wäre eine Solo-Kampagne für den Teamsegler Staniek dennoch eine spannende Herausforderung? Nee, eher nicht. Also ich glaube, da müsste man sich auch noch mal sehr, sehr stark entscheiden, irgendwo anders hinzuziehen. Ich habe Familie, ich habe junge Kinder, aber wenn man jetzt umsattelt auf Solo-Segeln, muss man sicherlich nach Frankreich gehen, man muss viel lernen. Es ist noch mal eine neue Disziplin, für die man viele neue Skills einfach sich auch erarbeiten müsste. Und ich genieße das, das Team zu fahren. Also das ist auch hier in der Co-Skipper-Situation mit Ben
Ben verantwortet die Hardware, der steuert das ganze technische Team und ich bin Team-Captain und steuere Human Resources. Ich habe die Mannschaft gewählt, zusammengebracht und deswegen bin ich wahrscheinlich auch derjenige, der als letztes pausieren wird, weil es in meiner Verantwortung liegt, Ruhe, Konzentration und einfach eine gute Atmosphäre hier immer zu kreieren und das Team anzuleiten. Ne? Ja, ein paar Sätze noch zu hier unten, wie das Leben so stattfinden wird. Ja, also ihr seht ja, es ist nicht groß und jetzt sind wir hier 5 Mann unten und man muss ja sich auch mal klar machen, wenn wir segeln, findet das Leben auf der hohen Kante statt, nicht? Also ihr wärt eigentlich auch hier und hier wird navigiert, hier ist der Navigationscomputer, man hat hier einen Beanbag, der Navigator hat die Tastatur auf dem Schoß, die Maus in der Hand, guckt da rein. Der Onboard-Reporter findet hier seinen Platz. Hier haben wir die Küche, da wird gekocht, da kniet man und bereitet sich ein Essen zu oder seinen Kaffee. Hier unten wird auch Hygiene gemacht. Ja, 2 Leute schlafen hier in der Regel. Wir haben hier Rohrkojen, 2 nebeneinander auf den Wassertanks, haben Matratzen da drauf, haben Lehsegel davor und wenn die Bedingungen hart sind, auch Beanbags mit drin, damit man sehr arretiert einfach irgendwie liegen kann. Das Boot hat wahnsinnige Beschleunigungen und die Ausschläge vom Autopiloten sind so krass. Bremsen, Beschleunigungen, ins Leere fallen und so. Das ist eine echte Herausforderung, Schlaf zu finden, wenn man immer Muskeln anspannen muss. Und da ist die einzige Möglichkeit, sich einfach extrem einzukeilen, um den Körper zu erholen. Schwierig wird das zum Beispiel in den warmen Regionen. Da hast du hier unten bestimmt 50 Grad. Und dann liegst du in so einem Beanbag und alles komplett schweißgebadet. Das ist auch hardcore. Alle sprechen immer über die Kälte und über das Wasser, aber hier unten ist auch echt Limit teilweise, ja, in den warmen Regionen. Und was auch eine extreme Challenge ist, ist die Lautstärke. Also wenn man jetzt allein dieses leise Hafenplätschern hier hört, das sind eben Carbonboote. Das ist ein Hohlkörper, jeder Impact ist hier spürbar, jeder Sound ist so laut, die Vollsummen, die Impacts von den Wellen sind so hart und laut und wenn der Motor dazu noch läuft, um die Batterie zu speisen, das ist eine Lautstärke, die ist auch extrem ermüdend. Ja, also viele haben so Noise-Canceling-Headphones oder auch so richtig angefertigte Earplugs. Ja, also das ist auch eine Sache, die ist auf den 15 Tagen auf dem langen Transatlantik-Training jetzt erstmal so durchgekommen. Das trägt sehr zur Ermüdung dabei hinzu, ja, diese permanente Lautstärke. Das ist auch spannend, das ist unser Labor. Die Hälfte der Flotte misst CO2. Wir messen Microplastic, das heißt, wir haben im selben Water Intake, der den Motor speist oder wo wir Frischwasser draus gewinnen, leiten wir Wasser ab, was gefiltert wird und jeden Tag nehmen wir einen Filter raus und messen im Prinzip Microplastic im Meerwasser und bringen dann eine Box mit Filtermessung zurück ins Labor. Und unsere Route hat im Prinzip einen wertvollen Stellenwert, weil wir durch Regionen reisen, wo Wissenschaft einfach zu teuer ist, wo normale Schiffe oder wissenschaftliche Unternehmungen nicht so oft hinkommen. Ja? Und deswegen ist das schon toll, dass wir da so einen Beitrag zu leisten können. Wir bleiben weiter dran und beobachten das Ocean Race mit Spannung. Auch während der Etappen könnt ihr euch auf yacht.de immer über den aktuellen Stand informieren, mit Live-Tracker und allen Infos zum Rennen. Und hier bei Yacht TV gibt es natürlich auch alles in den großen Zusammenfassungen. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't be afraid.